Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute vergleichen wir die Fanatec Ray Air Pure Serie mit der Premium Edition. Immerhin haben wir hier einen Preisunterschied von knapp 400 Euro. Und wir möchten mit diesem Video etwas weiterhelfen, damit ihr für euch besser entscheiden könnt, ob die günstige Pure Edition die richtige für euch ist oder die hochwertigere Premium Variante. Wir hatten schon die Pure und die Premium Variante hier ausführlich im Test. Die beiden Testberichte findet ihr oben auf dem i und in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Wir vergleichen natürlich alles miteinander, sowohl die Boards von der Bauweise und der Steifheit, als aber auch das beiliegende Zubehör. Kommen wir kurz auf den Vergleich vom Preis und dem Lieferumfang zu sprechen. Beide Sets werden als Komplettset verkauft, wo alles enthalten ist. Bei der Pure Edition haben wir etwas einfacheres Zubehör, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Und bei der Premium Edition ist das Gesamtzubehör etwas hochwertiger. Die Pure Edition hier bei der 12.6er Variante liegt bei knapp 440 Euro und die Premium Edition bei 850 Euro. Und wie dieser hohe Preisunterschied zustande kommt, das erfahrt ihr jetzt. Kommen wir jetzt auf die Unterschiede der beiden Boards zu sprechen. Diese sind vom Shape, der Boardlänge, der Breite und von der Boardaufbiegung absolut identisch. Der größte Unterschied ist bei der Bauweise. Hier haben wir einen sogenannten Drop Stitch Light, so nennt Fanatec das. Das ist im Grunde ein Single Layer Board, das heißt, diese Polyesterfäden im Innern sind nur von einer PVC-Lage umgeben. Und bei der Premium Edition haben wir ein Double Layer Light. Double Layer heißt zwei PVC-Lagen, die diesen Drop-Stitch-Kern umgeben, was dann unterm Strich natürlich für deutlich mehr Steifheit auf dem Wasser sorgt. Hinzu kommt, dass wir bei der Premium Edition noch einen extra Streifen haben. Das ist hier dieser gelbe Streifen, sowohl oben als auch im unteren Teil, der dann auch wieder für noch mehr Steifheit sorgen soll. Was wir bei beiden Varianten haben, ist aber eine doppellagige Rail. Das heißt, hier an den Bordkanten haben wir sowohl bei der Premium als auch bei der Pure Edition zwei Lagen. Die unterschiedlichen Bauweisen sorgen dann dafür, dass das Board auch unterschiedlich steif ist. Die Pure Edition hat sich knapp 20 mm durchgebogen und die Premium Edition nur knapp 13 mm. Und es klingt nicht viel, ist aber auf dem Wasser ein riesiger Unterschied, sodass es dann natürlich Auswirkungen auf die Fahrperformance hat und darauf, welche Variante für wen geeignet ist. Die Pure Edition für ein maximales Fahrergewicht bei der 12.6er Variante von 95 Kilo und die Premium Edition für ein maximales Fahrergewicht von 120 Kilo. Das heißt, alle, die über 100 Kilo wiegen, sollten definitiv zur robusteren, steiferen Premium Edition greifen. Die unterschiedlichen Bauweisen wirken sich natürlich auch aufs Bordgewicht aus. Die Pure Edition wiegt bei der 12.6er Variante nur knapp 10,2 Kilo und die Premium Edition durch die hochwertigere, robustere Bauweise, durch die extra Features wie die Mastfußaufnahme, kommt auf knapp 12,8 Kilo. Das unterschiedliche Gewicht wirkt sich natürlich dann auch auf die Fahreigenschaften aus. Die Pure Edition ist etwas einfacher zu beschleunigen, dafür windanfälliger. Und die Premium Edition ist etwas träger, dafür nicht ganz so windanfällig, weil sie etwas starrer, steifer im Wasser liegt, sodass man schon auf der Premium Edition ein etwas sichereres Paddelgefühl hat. Von den Features unterscheiden sich die Boards nur minimal voneinander. Die Pure Edition hat einen gut ausbalancierten Tragegriff, ein Gepäckgummi und ein extra D-Ring unterhalb der Boardspitze. Gleiches bringt die Premium Edition auch mit. Diese hat aber ergänzend dazu noch ein FCS-Mount als Action-Cam-Halterung und eine Mastfußaufnahme hier im Bereich der Standfläche, wo man dann einen Segelmast anbringen kann, sodass man dann mit diesem Subboard auch Windsurfen kann. Zudem unterscheidet sich die Standfläche minimal voneinander. Hier bei der Premium Edition geht die Standfläche noch leicht über die Abrundung an der Kante rüber, ist also etwas breiter, was sehr komfortabel ist, wenn man doch mal hier auf die Kante kommt mit nassen Füßen, hat man hier doch deutlich mehr Grip als bei der Pure Edition. Das heißt, die Premium Edition
minimal mehr Features als die Pure Edition. Kommen wir kurz auf die Gemeinsamkeiten beim Zubehör zu sprechen. Bei beiden Sets ist die komplett identische Doppelhubpumpe, die HP8, beiliegend. Eine sehr gute Pumpe, wo man wunderbar das Board mit aufpumpen kann. Und bei beiden Boardsets haben wir eine identische Leash beiliegend. Die Leash-Variante hat ein etwas kleines Klettband, was nicht ganz um die Wade passt. Ansonsten nur einige optische Unterschiede, wie ein anderes Band zum Fixieren des Boards im zusammengerollten Zustand und ein etwas anders verpacktes Repair-Kit. Bei der Pure Edition in so einem kleinen Pappkarton und bei der Premium Edition in einer richtigen Schraubbox, wo dann auch noch eine Ersatzschraube für das US-Finbox-System drin zu finden ist. Große Unterschiede haben wir aber beim Rucksack und auf diese Unterschiede kommen wir jetzt im Detail zu sprechen. Hier der blaue Rucksack gehört zur Pure-Serie, der grüne zur Premium-Variante. Von den Maßen sind die Rucksäcke tatsächlich identisch. Sie haben beide an den Seiten Gurte, um das Ganze enger zu zurren. Beide haben einen Hüft- und auch einen Brustgurt, um die Last etwas von den Schultern zu nehmen. Beide Rucksäcke haben die gleichen Tragegriffe, sodass der Transport sehr gut funktioniert. Mit dem großen Unterschied bei der Premium-Variante, dass wir hier im unteren Teil eine Verstärkung im Boden haben und rollen, sodass man den Rucksack dann auch hinter sich herziehen kann. Natürlich unterscheidet sich dann auch das Gewicht, natürlich vom Rucksack selber, weil Rollen und Verstärkung wiegt natürlich ein bisschen was. Und so haben wir jetzt im Vergleich bei der 12.6er Variante bei der Premium Edition knapp 18 Kilo und bei der Pure Edition haben wir nur knapp 14,4 Kilo, sodass man diesen Rucksack gut auf dem Rücken tragen kann. Und hier die 18 Kilo können auf dem Rücken schon ganz schön schwer werden, sodass es wirklich gut ist, dass wir hier diese Trolley-Funktion bei dem Rucksack haben. Hier haben wir jetzt mal die Rückseite vom Rucksack. Bei der Premium Edition sieht es so aus, als wäre der Rückenteil etwas mehr gepolstert. Das sind aber wirklich, wenn nur minimale Unterschiede, dass hier das Rückenpolster, dieser Schaumstoff, etwas dicker ist als bei der Pure Edition. Aber sonst von den Gurten und der Gurtpolsterung ist es bei beiden Rucksäcken identisch. Beide Rucksäcke haben auch wirklich ein robustes, festes Material. Auch da konnten wir jetzt keinen Unterschied feststellen. Große Unterschiede gibt es auch beim Paddel. Bei der Pure Edition haben wir ein Fiberglas-Paddel mit einem Kunststoffblatt und einem Kunststoffgriff. Und bei der Premium Edition haben wir ein Vollcarbon-Paddel. Bei beiden Varianten handelt es sich um ein dreiteiliges Paddel, was wunderbar im Rucksack verstaut werden kann. Und beide Paddel haben einen ergonomischen Griff und sind ausziehbar von 1,70 Meter bis 2,20 Meter. Natürlich durch die unterschiedlichen Materialien unterscheidet sich auch das Gewicht. Bei der Pure Edition haben wir knapp 991 Gramm und bei der Premium Edition knapp 759 Gramm. Und man merkt das natürlich gerade bei langen Paddeltouren schon, dass wir hier das deutlich hochwertigere Paddel haben. Auch das Paddelblatt gefällt uns von der Form und dem Eintauchverhalten um einiges besser als bei der Pure Edition. Das ist so leicht geformt wie so ein Löffel und das fühlt sich auf dem Wasser tatsächlich etwas komisch an. Zudem ist hier das Paddelblatt bei der Carbon-Variante etwas schmaler gehalten, sodass man hier höhere Paddelfrequenzen paddeln kann. Und hier bei der Pure Edition hat man dann durch diese Größe etwas mehr Vortrieb. Aber das Paddel, das Pure Paddel, liegt natürlich deutlich schwerer in der Hand. Zudem haben wir hier im unteren Teil bei der Carbon-Variante eine etwas breitere Klemme, sodass da der Halt auch noch etwas besser ist. Aber auch bei der Pure Edition haben wir auch eine Klemme, die dann halt nur nicht ganz so breit ist. Aber auch die sorgt in diesem Fall schon für eine ausreichend starre Verbindung. Alles in allem gefallen uns beide Paddel recht gut, wobei natürlich die Carbon-Variante um einiges hochwertiger und besser ist. Ein Unterschied gibt es auch bei den beiliegenden Finnen. Bei der Pure Edition haben wir eine ganz einfache Kunststofffinne und bei der Premium Edition haben wir eine 20 cm Honeycomb-Finne, die um einiges starrer, steifer ist und diese wird einfach in den Finnkasten eingeklickt. Das heißt, man schiebt sie ein, drückt sie einmal runter, das Ganze funktioniert werkzeugfrei, sehr schnell. Und bei der Pure Edition haben wir eine kleine Schraube mit einem Nutplättchen,
wodurch das Anbringen hier etwas länger dauert. Bei beiden Bordvarianten haben wir ja aber den US-Finbox-Kasten. Das heißt, der Kasten an sich ist identisch, sodass wir bei beiden Boards die ganze Vielfalt des US-Finbox-Systems anbringen können. Das war jetzt unser Vergleich der Pure mit der Premium Edition. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zum Board, zum Vergleich, zum Zubehör haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, für welches Board ihr euch entscheiden würdet oder euch auch schon entschieden habt und warum. Da interessieren wir uns wie immer sehr für eure Meinung. Wenn ihr uns sonst unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr einmal auf den Daumen nach oben klickt. Und wenn ihr grundsätzlich Interesse an Stand-Up Paddling habt, freuen wir uns natürlich auch immer über ein Abo. Und jetzt wünschen wir ganz viel Spaß beim Paddeln.